Herzlich willkommen bei dem Podcast von Carsten Breckwold von der Mentoring Akademie. Worum geht es in diesem Podcast? Es geht grundsätzlich um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Entwicklung, unternehmerisches Denken im Vertrieb und finanzielle Freiheit aufzubauen. Das sind Themen, die mich bewegen, und zu diesen Themen lade ich immer wieder interessante Gesprächspartner ein, die über ihr Herzensprojekt sprechen, die Dinge schon erlebt haben, die aus der Praxis heraus erzählen und ihr Wissen gerne mit uns teilen, damit ihr als Zuhörer einen Mehrwert habt. Den Podcast, der heute kommt, hat ein richtig, richtig interessantes Thema, Atmung. Und jetzt denken wir Atmung, Geld, Erfolg, was hat das damit zu tun? Ja, Atmung, das habe ich gelernt und das werden wir auch gleich nochmal lernen, ist der versteckte Schlüssel für Gesundheit, Zuversicht und Freude. Und ich erlebe das immer wieder, dass Menschen erfolgreich sein wollen und wollen erfolgreich und gesund sein, aber sie stehen immer wieder vor einer Blockade und sagen, boah, ich komme nicht weiter. Und manchmal gebe ich zu, hey, da bin ich echt verzweifelt, wo ich immer denke, ich unterstütze, gib den Tipp und jenen Tipp und trotzdem kommen sie nicht weiter. Und dann dachte ich, woran kann das liegen? Und diese Frage kläre ich jetzt mit Tom Richter. Kann Atmung ein Blockade und ein Erfolgshemmer sein? Tom Richter kommt aus dem Yoga-Bereich, Meditation sehr viel, ist international unterwegs, Atemtrainer. Und Tom, stell dich doch bitte einmal den Hörern vor und kann Atmung der Blockadelöser sein? Ja, hallo Carsten. Erstmal vielen Dank für die Einladung und erstmal ein ganz klares Ja zu deiner Frage. Steige ich vielleicht gleich noch ein bisschen tiefer ein. Ja, ich bin Meditations-Yoga-Lehrer, Atemlehrer, habe vor über 10 Jahren den Sprung gemacht aus meiner, ich sag mal, eher traditionellen Ausbildung, Wirtschaftsingenieur, Management-Consultant, und dann halt, okay, nee, ich mache jetzt Yoga. Und habe halt die letzten 11, 12 Jahre das unterrichtet und auch vorher schon praktiziert, also sehr viel Erfahrung mit Bewusstseinstechniken an mir selbst erfahren und dann halt natürlich auch weitergegeben. Und in all diesen Techniken, also egal, ob es die physische Yoga-Praxis ist, ob es Meditation ist, ob es Atmen ist, also Atempraxis, die Atmung spielt halt überall eine Rolle. Und das hat mich dann natürlich immer weiter beschäftigt. Am Anfang gibt man sowas ja weiter, weil man es so gelernt hat. Und irgendwann aufgrund der eigenen Erfahrung und auch weil es halt nicht jedem gleichmäßig hilft, will man halt immer mehr wissen und habe dann auch viel zum Thema, ja, was weiß denn eigentlich die westliche Wissenschaft zum Thema, für mich herausgefunden. Und ja, finde das Thema einfach so spannend, dass ich da jetzt im Prinzip alles, was ich so thematisch unterrichte, wirklich von der Atmung her aufziehe. Und genau, und jetzt zu deiner Frage, kann da eine Blockade sein? Mhm. Also zunächst einmal hole ich vielleicht ganz kurz aus. Mhm. Wir atmen ja alle. Also wer nicht atmet, hört gerade nicht zu, weil dann sind wir nach kurzer Zeit tot. Das haben wir haben wir ja gelernt. Und jeder kann atmen, aber es ist halt nicht nur wichtig, dass wir atmen, sondern wirklich auch, wie wir atmen. Denn jeder Atemzug und wie wir ihn ausführen, beeinflusst letztendlich alle Prozesse im Körper. Beeinflusst uns emotional, beeinflusst unser Nervensystem und unsere geistige Klarheit auch. Und das ist jetzt nicht problematisch, wenn man mal ein paar Atemzüge in einer Art und Weise ausführt, die vielleicht nicht optimal ist. Mhm. Aber wir alle nehmen halt zwischen 10 und 25.000 Atemzüge pro Tag zu uns. Ach du Scheiße. Und lassen sie auch wieder los. Mhm. Und ich vergleiche das immer gern auch mit dem Essen, ja. Also wenn du einmal irgendwo essen gehst, was irgendwie Fastfood ist und vielleicht nicht das Gesündeste, bringt dich das nicht um. Machst du das dreimal am Tag, ist es auch nicht so problematisch. Machst du das aber über dreimal am Tag über 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, dann kann das durchaus zu chronischen
Krankheiten führen, kann chronische Krankheiten zumindest begünstigen. Mhm. Und ähnlich ist das mit der Atmung. Die Atmung eben 10 bis 20 bis 25.000 Mal am Tag, ja, wenn da jeder Atemzug gestresst ist und jeder Atemzug zu schnell kommt und jeder Atemzug uns mehr zum Stress bringt, dann kann das natürlich unseren allgemeinen Zustand beeinflussen und das dann eben auch langfristig ja, richtig abwärts gehen beeinflussen. Und genau, das vielleicht erstmal so zur groben Einführung in das Thema. Ja, also das ist ja so, wir nehmen ja nachher gleich auch noch mal im Anschluss gleich einen vertiefenden Teil ein, weil da geht es wahrscheinlich wirklich, ich weiß es einfach, Detailwissen und sagen, hey, paar Insights mit reingeben, wie wichtig Atmung ist und wie man richtig atmet und was man macht. Aber was ist denn deiner Meinung nach das Hauptproblem, warum sich Menschen oder wir in der westlichen Welt, sage ich einfach mal, damit nicht beschäftigen, mit dem Thema Atmen? Ja, wir sind halt sehr darauf orientiert, ins Außen zu gucken, ja, Ergebnisse, agieren, reagieren, immer gut drauf sein, immer Leistung bringen. Aber das ist halt auch das Interessante an der Atmung, ja. Also die Atmung funktioniert völlig automatisch, aber gleichzeitig kann man sie beeinflussen, ja. Also ich kann jetzt sofort aufhören zu atmen für eine Minute, ohne dass irgendwas passiert. Ich kann aber auch von jetzt auf gleich anfangen, schnell zu atmen, ob das mein Körper braucht oder nicht. Und wenn wir in einen gestressten Zustand kommen, das könnte sein, weil wir eine E-Mail bekommen, weil irgendeine Deadline nicht eingehalten wurde, ja, oder vom Steuerberater kommt eine böse Mail oder ja, also wir bekommen einen Impuls von außen und der führt zu Stress im Inneren. Und nun fängt unsere Atmung an, uns auf eine Fight-or-Flight-Aktion vorzubereiten. Ja? Also wir atmen schneller. Allerdings rennen wir natürlich nicht weg, weil wir müssen ja nicht wirklich kämpfen. Es ist ja wirklich nur ein Konflikt in uns, weil wir was gelesen haben und wir es in einer bestimmten Art und Weise interpretiert haben. Über diese schnelle Atmung wird unser Körper allerdings dann längerfristig in Stress versetzt. Unser Nervensystem bleibt in diesem Zustand. Und so gehen wir halt von einer E-Mail zur nächsten und von einem Meeting zum nächsten und von einem Stau in den nächsten, ja. Und wie gesagt, dadurch, dass diese Atmung dann eher so bleibt und wir in diesem Stresszustand bleiben, führt das halt zu Dauerstress. Und Dauerstress ist ja auf jeden Fall ein Thema für viele Menschen. Absolut. Und mit der Atmung haben wir hier halt einen Schlüssel, sofort aus dem Stress herauszukommen, wenn wir wissen, wie. Okay, das bewahren wir uns auf für den zweiten Teil. Ich schreibe Hauptschlüssel, Atmungsschlüssel, wie heraus, genau, was wir haben. Es ist ja so, das ist ja, ich sage mal, der Appetizer, den wir hier gerade aufnehmen, um zu sagen, für die, die sagen, hey, das Thema interessiert mich, wie kann man weitermachen, was kann ich da noch vertiefend machen. Aber ein Rat, Tipp oder so möchte ich natürlich, dass wir den Hörern auch mitgeben. Welchen einen Rat möchtest du den Zuhörern ja mitgeben am Ende, was sie auf keinen Fall machen sollten, wo du sagst, boah, hey, wenn sie nur diesen kleinen Appetizer sich an einem Podcast anhören, hey, mein Rat fürs Leben, das solltet ihr auf keinen Fall machen in Bezug auf Atmen. Zu schnell, zu große Atemzüge. Also ich versuche das halt auch immer gerne, oder ich formuliere die Sachen gerne positiv. Wenn ich einen Tipp geben könnte, was ihr machen könnt, ist, nehmt euch entweder jede Stunde oder alle zwei Stunden mal 1 bis 2 Minuten, legt euch die Hände auf den oberen Bauch, atmet mit dem Zwerchfell anstatt mit Schulter und Brust, setzt euch aufrecht hin, atmet durch die Nase zum Zwerchfell, nehmt nach der Ausatmung eine kurze Pause und wartet auf den Appetit für die nächste Einatmung. Und lasst die Ausatmung ein bisschen länger sein als die Einatmung. Und wenn ihr das für 1 bis 2 Minuten jede Stunde macht, dann macht ihr genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ihr kommt zurück auf einen Grundzustand der Entspannung und der Zentriertheit und der Präsenz.
Und dann könnt ihr natürlich wieder eine E-Mail lesen, die euch stresst und wieder in ein Meeting gehen. Aber allein dieser Reset jede Stunde oder alle 2 Stunden, der euch wirklich nichts kostet, weil 1 Minute hat man, der macht einen Riesenunterschied. Auch wenn es sehr simpel klingt, es ist überragend, was das für einen Unterschied machen kann. Das glaube ich, weil es bei mir, ich habe mir ja auch mir einen festen Timeblocker eingesetzt pro Tag, wo ich sage, Zeit für mich. Und einfach sitze, meditiere, gut, Atmung habe ich noch nicht mit eingearbeitet. Warum? Habe ich mich ja so gefreut, als wir zueinander gekommen sind, um da auch vertiefende Dinge zu machen. Weil ich gebe ja zu, ich mache ja die Podcasts auch aus egoistischen Gründen, weil ich ja selbst wachse dadurch und sehr viel Wissen kriege. Zusätzliches Wissen da mit reinkommt. Ja, darüber, wie gesagt, reden wir oder gehen wir nochmal vertiefend gleich ein in den nächsten Podcast, den wir aufnehmen, liebe Hörer. Wenn euch dieses tiefere Wissen interessiert, die tiefere Atmung, nächste Woche wird der nächste Podcast aufgenommen und mit dem entsprechenden Insiderwissen. Und denkt immer dran, es gibt immer eine Lösung und ihr wisst das, Geld folgt dem Erfolg. Bitte, wenn ihr da keinen interessanten Podcast mehr verpassen wollt, weil wir auch auf dem YouTube-Kanal es veröffentlichen, Daumen hoch beim YouTube-Kanal und abonniert auch die Glocke, dann wisst ihr immer, wenn ein neuer Podcast oder neuer Film hochgeladen wird. Tom, ich freue mich gleich auf den zweiten Teil. Das wird richtig, richtig gut. Und liebe Zuhörer, wie gesagt, kurzes Abo hinterlassen beim YouTube-Kanal, Glocke abonnieren, dann kriegt ihr auch gleich den zweiten Teil automatisch mit.